kannst du die NFP-Methode auch verwenden, wenn du einen sehr unregelmäßigen Zyklus hast? Und welche Störfaktoren gibt es eigentlich, die diesen Zyklus dann auch tatsächlich beeinflussen? Und was kannst du dann hinterher aus dieser Kurve, aus der NFP-Kurve, die du aufzeichnest, ablesen? Dazu habe ich mir die Expertin Anne eingeladen, die sich super gut mit Zyklen auskennt und mit der NFP-Methode und uns heute mal einen kleinen Einblick gibt, was man erkennen kann, was man eventuell daraus ableiten kann. Und wir sprechen auch ein bisschen darüber, was du dann tun kannst, wenn du das an deiner Kurve wiedererkennst, wenn du dich jetzt in diesem Video wieder siehst. Anne, herzlich willkommen. Dankeschön, Melissa. Hallo. Im Video. Erzähl mal, was sind so klassische Faktoren, die in so einer Zykluskurve bei, wenn man die NFP-Methode nutzt, auftauchen, woran man erkennen kann, okay, da könnte vielleicht etwas nicht stimmen. Also, zunächst mal ist der Zyklus ja wirklich ein Spiegel des eigenen, der eigenen Lebensweise, des Wohlbefindens, der Gesundheit. Und insofern kann man eben auch ganz viele Dinge schon am Kurvenverlauf erkennen. Und auch am besten über mehrere Zyklen hinweg, also jetzt weniger eine einzige Kurve, sondern eben schon so auch den Verlauf von mehreren Zyklen, kann man ganz gut erkennen, erstens, wie regelmäßig ist der Zyklus. Es ist jetzt nicht so, dass Zyklen auf den Tag genau immer gleich lang sein müssen, aber natürlich je regelmäßiger, also wenn ich jetzt plus, minus 3, 4, 5 Tage Schwankungen habe, dann ist das schon in sich was wir regelmäßig nennen und ein Zeichen dafür, dass der Körper eben ziemlich genau weiß, was er tun muss, dass die Hormone also alle ausreichend produziert werden und eben auch, ja, es da keine Störfaktoren gibt, die das irgendwie beeinflussen. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt, dass das eben einigermaßen regelmäßig ist. Dann ist ein gutes Anzeichen oder das eigentlich das wichtigste Anzeichen überhaupt, dass es Eisprünge gibt. Dass ich also nicht nur irgendwann blute, meine Periode bekomme, sondern dass ich eben auch einen Eisprung hatte vorher. Und das ist eben ja das Hauptevent ja im Zyklus und die Ursache für den ganzen Aufwand für alle hormonellen Abläufe, die dort dahinter stecken. Und dieser Eisprung, also zu erkennen, dass ich einen Eisprung habe, ist tatsächlich eigentlich das Hauptkriterium für einen gesunden, fruchtbaren Zyklus. Dann brauchen wir eine ausreichend lange Phase zwischen Eisprung und nächster Menstruation. Denn sobald es einen Eisprung gab, habe ich also erstmal die Chance, schwanger zu werden. Diese Eizelle kann befruchtet werden. Die braucht aber hinterher dann eben auch eine gewisse Zeit, um in die Gebärmutter zu wandern und sich einnisten zu können. Wenn also die Phase zwischen Eisprung und Menstruation zu kurz ist, dann reicht es der Eizelle nicht, um sich einzunisten. Das heißt, ich bin vielleicht schwanger, ich habe also eine Befruchtung gehabt. Die Eizelle kann sich aber eben dann nicht einnisten und nicht weiterentwickeln, wenn die Periode zu früh kommt. Das heißt, auch das ist ein Kriterium, an dem ich erkenne, ob mein Zyklus gesund ist, ob die Hormone dahinter alle im Gleichgewicht sind, wenn ich zwischen Eisprung und nächster Menstruation mindestens 10 Tage Zeit habe, bis also die nächste Periode einsetzt. Genau, ansonsten ist natürlich auch ein Hinweis, kann auf jeden Fall sein, wie hoch oder tief meine Temperaturen sind. Es gibt also da durchaus Unterschiede, jede Frau tickt da ein bisschen anders, aber trotzdem kann ich sagen, dass extrem tiefe oder extrem hohe Temperaturen in Verbindung mit anderen Faktoren schon ein Hinweis darauf sein können, dass hormonell irgendwas zum Beispiel nicht in Ordnung ist. Genau, das sind eigentlich so die wesentlichen Faktoren, die den Zyklus betreffen. Und wenn ich jetzt einen sehr langen Zyklus habe beispielsweise und die NFP-Methode aber nutzen möchte, um eben zu erkennen, okay, was sind denn jetzt vielleicht Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um das wieder ein bisschen zu reglementieren, den Zyklus. Kann man denn damit dann auch schon anfangen, wenn die jetzt sehr lang sind oder unregelmäßig, mal 25 Tage, mal 35, funktioniert das dann auch? Auf jeden Fall. Und zwar im Prinzip eigentlich gerade dann, denn wenn ich einen regelmäßigen Zyklus habe, dann brauche ich eigentlich keine Hilfsmittel mehr, um eine fruchtbare Zeit zu erkennen, denn regelmäßiger Zyklus heißt ja, der Eisprung findet immer ungefähr im selben Zeitraum statt. Wenn ich das habe, dann weiß ich ja, wann ich fruchtbar bin und brauche eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu tun, um das rauszufinden. Es ist also im Prinzip eigentlich umso sinnvoller, je unregelmäßiger der Zyklus ist, denn dann ist es ja schwieriger für mich zu erkennen, wann überhaupt die fruchtbare Zeit, das fruchtbare Fenster überhaupt ist. Insofern ist NFP auf jeden Fall geeignet bei unregelmäßigen Zyklen, weil es mir eben hilft zu erkennen, wann ist in so einem langen Zyklus, von dem ich vorher ja nicht weiß, wie lange er insgesamt gehen wird, wann ist dann da wirklich der Eisprung und das fruchtbare Fenster.
Ja, okay, das ist ein super Hinweis, ne? Ja. Weil man sonst immer denkt, okay, ich kann das eigentlich gar nicht benutzen, aber gerade dafür ist es dann gut geeignet. Auf jeden Fall, ne? Ja, wie gesagt, weil sonst, wie gesagt, brauche ich eigentlich überhaupt nichts zu machen, dann weiß ich es ja sowieso, genau. Ja, und dann ist es ja so, du hast eben auch die Hormone erwähnt, das heißt, na klar, unsere Hormone sind super wichtig, um unseren Zyklus zu steuern, genau. Ohne unsere Botenstoffe funktioniert das im weiblichen Körper nicht. Ja. Was sind denn jetzt so Faktoren, die ich selber beeinflussen kann, die man hinterher auch an der Zykluskurve sieht, die jetzt aber auch die Hormone beeinflussen und da ein Einflussfaktor drauf sind, aber die tatsächlich eher so im Alltag vorkommen. Mhm. Also unser gesamtes Hormonsystem ist im Prinzip ja ein sehr feines, sehr gut ausgeklügeltes System, was aufeinander abgestimmt ist, im Prinzip wie kleine Zahnrädchen ein großes Ganzes bilden. Und wenn ich an einer Stelle drehe, dann beeinflusse ich auch die anderen Hormone in der Regel mit, weil eben alles zusammenhängt. Wir sind ja ganzheitliche Wesen. Und insofern ist es schon, finde ich, immer sinnvoll zu gucken, was genau passt nicht. Also welches Hormon oder welcher Zusammenhang, welcher Ablauf ist vielleicht nicht ganz im Gleichgewicht, um an der richtigen Stelle zu drehen. Aber trotzdem gibt es so ein paar Dinge, die eigentlich immer hilfreich sind und die den Körper einfach unterstützen, genug Kraft, genug Kapazitäten zu haben, um den Zyklus möglichst regelmäßig, ungestört, möglichst ja harmonisch eben ablaufen zu lassen. Und das sind eigentlich die Dinge, die man im Prinzip weiß, die aber trotzdem im Alltag dann schwerfallen, wie zum Beispiel eine gesunde Ernährung, wie zum Beispiel ausreichend Schlaf, ein gutes Stressmanagement, also einfach die Fähigkeit eben auch mit Stress umzugehen, sich da ja genügend Entspannungsphasen zu suchen und solche Dinge. Das sind so Faktoren, die man unterschätzt, glaube ich, tatsächlich im Alltag, weil die wichtig sind für unsere Hormongesundheit, fürs Hormonsystem und eben manchmal schon den Unterschied machen können zwischen einem ja unregelmäßigen, nicht fruchtbaren und einem fruchtbaren Zyklus. Ja, und man sieht diese Unterschiede auch, ne? Ja. Also man sieht die Unterschiede, man kann das am Zyklus erkennen. Wenn man etwas ändert, dann hat das immer einen Einfluss auch auf den Zyklus. Und wir sind ja sehr systemisch, ne? Du hast eben gesagt, wir sind sehr ganzheitlich und ändern wir eine Sache im System, verändern sich die anderen Sachen im System auch. Ja. Und alle anderen Lebensbereiche ändern sich entsprechend auch. Wenn wir an unserem Stressempfinden arbeiten oder an unserer Stresskapazität, an unserer Resilienz, sagt man ja auch ganz gerne, auch das wird sich widerspiegeln. Auf ne? jeden Fall. Und eine Frage aus der Community war zum Beispiel, ob so starke Stressmomente sich tatsächlich auch auf den Eisprung auswirken können, ob die den nach hinten verschieben können, wie ein Streit beispielsweise. Da haben wir uns jetzt eben schon mal kurz drüber unterhalten und ein bisschen diskutiert. Die Quintessenz war, einzelne Momente lösen selten große Kettenreaktionen aus. Es ist dann mehr so das große Ganze, ne? Genau, ja, genau. Also unser Körper ist ja schlau und dieses den Eisprung nach hinten verschieben macht der ja nicht, um uns zu ärgern, sondern das ist im Prinzip ja ein Schutzmechanismus, dass mein Körper erkennen kann, im Moment passt es einfach nicht gut, schwanger zu werden. Ich bin nicht bereit, ich habe keine Kapazitäten dafür, weil ich zum Beispiel andere Baustellen habe, weil mein Immunsystem im Moment total aktiv ist oder ich eben sehr viel Stress habe oder ich nicht gut ernährt bin, auch Frauen, die strenge Diäten machen zum Beispiel, haben oft ja Schwierigkeiten mit ihrem Zyklus, weil einfach die Energiezufuhr zu gering ist für den Körper, um das Zyklusgeschehen aufrechtzuerhalten. Das heißt, das sind alles solche Dinge, Zeiten, in denen der Körper entscheidet, kein guter Zeitpunkt, um schwanger zu werden und den Eisprung verschiebt als Schutzmechanismus für mich, um mich eben zu schützen vor einer Schwangerschaft, die der Körper in diesem Moment vielleicht einfach nicht gut hinbekommen oder nicht gut austragen könnte. Deswegen, also erstmal ist es eigentlich was Positives. Trotzdem natürlich will man im Kinderwunsch ja den Eisprung begünstigen und den halt nicht verschieben. Insofern ist es total clever, dem Körper zu helfen, eben möglichst stark, möglichst gesund zu sein, um halt Kapazitäten übrig zu haben für einen gesunden Zyklus und regelmäßige Eisprünge. Aber diese Steuerfaktoren, die sind ja auch super individuell, oder? Ja, genau. Das ist jetzt gerade auch aktuell in der Corona-Zeit eigentlich ein gutes Beispiel. Ich hatte jetzt viele, viele Frauen in den Beratungen, die eben auch gefragt haben, wie sich Corona auf ihren Zyklus auswirkt oder eben ihre Beobachtungen damit geteilt haben. Und das ist einfach wirklich auch spannend zu sehen, wie unterschiedlich eben diese Einflüsse sind, je nachdem, wie ich sie erlebe. Mhm. Wenn ich jetzt mit zwei Kindern zu Hause sitze und die Betreuung und meine Arbeitszeit irgendwie unter einen Hut bekommen muss und einfach nicht weiß, wo vorne und hinten ist, dann ist natürlich das Stressfaktor, der mich unheimlich belastet und einschränkt und der auch meinen Zyklus durcheinander bringen kann, meinen Eisprung verschieben kann und so weiter. Während ich auch andere Frauen erlebt habe, die sagen, für mich ist es eigentlich eine entspanntere Zeit.
Zeit als sonst, weil ich einfach viel zu Hause bin, weil ich viel mehr Zeit habe, einfach für mich selber mal ordentlich zu kochen, nicht irgendwie in der Kantine schnell was esse, sondern halt einfach selber einkaufe, selber gesünder koche als sonst vielleicht auch, mich besser ernähre, mehr rausgehe und so, irgendwie regelmäßiger Yoga mache oder keine Ahnung was. Und dann hat es sogar eher einen guten Effekt, also eher eine Unterstützung meines Körpers, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, eben mir mehr Zeit für mich zu nehmen und und gesünder eben lebe, weil ich meinen Alltag einfach gesünder gestalten kann. Also auch da zeigt sich einfach, es ist sehr unterschiedlich, wie ich Dinge erlebe und je nachdem, wie mein Leben im Moment aussieht. Das sind ja immer auch einfach Phasen, die eben sehr stressig, sehr anstrengend oder auch sehr entspannt sind, habe ich eben auch im Zyklusverlauf unterschiedliche Auswirkungen, die ich sehen kann. Ja, und Gleiches gilt eben auch für dich, ne? Wenn du jetzt denkst, okay, vielleicht muss ich auf manche Dinge verzichten, vielleicht muss ich manche Dinge anders machen. Es gibt ja verschiedene Empfehlungen, die man da manchmal auch im Internet liest oder die man von anderen bekommt. Es macht in den meisten Fällen mehr Sinn und ist effizienter, wenn man einfach für sich individuell schaut, was sind denn jetzt Stressoren, die mich individuell wirklich betreffen? Was hat wirklich einen Einfluss auf meinen Eisprung, auf meinen Zyklus und dann individuell auch an diesen Störfaktoren zu arbeiten? Das kann man ganz gut über Ursachenforschung herausfinden, über diese Selbstreflexion. Vielleicht ist das jetzt auch wieder eine Phase zu Corona-Zeiten, um darüber nachzudenken, aber auch natürlich in jeder anderen Zeit, sich einfach mal hinzusetzen und sich zu fragen, was sind denn jetzt Stressoren, die mich beeinflussen, die ich auch bemerke und die dann hinterher sich auch im Zyklus widerspiegeln. Na, dass man da jetzt nicht komplett mit allem aufhören muss, was man gerade macht, ne, und komplett alles umwerfen muss, das dann ja auch wieder ein Stressfaktor sein muss. Muss ich auch das machen und das machen und das machen, sondern dass man sieht, okay, das ist jetzt etwas, was mich wirklich beeinflusst, wie beispielsweise schlechter Schlaf, also arbeite ich daran, dass ich nachts besser schlafe. Na, und in diesem Sinne, wenn du also denkst, NFP könnte wirklich eine gute Methode sein, um da mal auch mit zu starten, ne, um sich selbst zu reflektieren, den Zyklus besser wahrnehmen zu können, da einfach auch mehr Transparenz reinzukriegen, dann guck gerne nochmal unten in die Videobeschreibung. Es gibt da einschlägige Literatur auch, ne, die man sich dazu anschauen kann. Geh gerne auch mit der Anne in Kontakt, auch über Instagram beispielsweise und informier dich da gerne, weil wenn du das erstmal dir genauer anschaust, wirst du diese Störfaktoren auch eher erkennen können und dann entsprechend konkret daran arbeiten können. In diesem Sinn, vertrau ruhig weiterhin auf deinen Körper. Nutz gerne NFP als Methode dafür, um dieses Vertrauen auch weiter aufzubauen. Glaub auch weiter an deine Schwangerschaft und ich freue mich wie immer, dich im nächsten Video wiederzusehen.